Konfusion gestiftet von wegen Celtic und Celtic. Am besten ihr erklärt mir das mal selbst. So, I was quite confused. One say Celtic Frost, the other one say Celtic Frost. So, what's actually the truth? Well, both are acceptable, actually. Yes. In parts of Britain, they mostly say Celtic. And since that's where the Celtic race is from, I guess Celtic is correct. Uh-huh. So how do you say? We say Celtic. I'm from the States, and that's how we pronounce it. Though. Okay. So actually, it doesn't matter as long as you know what the name means to us. Okay, so I can switch in every program. Right. Also dann kann ich mich entscheiden, kann ich jede Sendung anders sagen. Ihr werdet euch wundern, warum wir Englisch reden. Ihr wisst ja, ihr habt sicher gelesen, eine Schweizer Band, aber ihr seid auch Amerikaner. Also du bist Schweizer und Amerikaner? Ja, ich bin Schweizer und Amerikaner. Ich bin geboren in Kalifornien und zum großen Teil aufgewachsen in der Schweiz. Wie man hört. But you come from America. Yeah, I'm a New York boy. New York boy. Yeah. We had Anthrax here. Yeah, see? Know them well. Yeah. But I heard, ich habe gehört, dass Sie trotzdem nach Amerika ziehen wollen und dort Ihr Domizil aufschlagen. Weil in der Schweiz, kann ich mir vorstellen, ist das auch ein bisschen dröge. Das ist ja nicht, die braven Schweizer sind ja so Heavy Metal und Hard Rock nicht gerade, ich glaube, das ist nicht gerade die fruchtbarste Gegend dort. Oder wie seht ihr das? Can you answer that already? Or? Es ist eine Herausforderung. Eine Herausforderung? Schweiz ist in Sachen, was Musikbusiness betrifft, halt nicht gerade gesegnet, ne? Mhm. Aber es ist gut, um dort arbeiten zu können, weil man hat seine Ruhe dort. Ja, gibt es denn eigentlich genug Hard Rock und Heavy Metal Fans, um dort auftreten zu können? Habt ihr überhaupt so ein Publikum da? Schweiz ist ja so klein. Hat sich in den letzten Jahren dort entwickelt, ja. Ja? Kann man sagen, ja. Aha. Und warum geht's jetzt nach Amerika? Why do you go to America? You can answer in English if you want to. Our market is the US. And not Switzerland so much, it's just where we happen to be at the time. Yeah, a major Swiss market is still only going to be maybe, the whole country has 6 million people, so there's not that much of a market there to begin with for any kind of music compared to the States. So that's, so you don't feel homesick? I do, I don't know, I can't speak for Martin. Well, not that much actually. Yeah. Because it's really different. Europe means a lot to me. I say whole Europe, I don't say Switzerland that much, because cultural, it's got a lot over here in Europe, besides in the States. Mhm, also ein bisschen Heimweh schon, weil hier Kultur ist natürlich mehr geboten als in Amerika, aber trotzdem, der Markt in der Schweiz ist so klein, nur 6 Millionen? 6 Millionen? Mhm. Ja. Und etwa. Ja, in etwa. Und in Amerika kann man natürlich ganz andere Dinge machen, da sind die Ausgangsmöglichkeiten natürlich viel besser. Die Texte zum neuen Album von Into the, muss ich schielen, Pandemonium? Pandemonium, right. Ja, die sind wieder mal sehr eigenartig, also da geht es um den Untergang von Babylon und all diese, und sehr viele historische Sachen, nicht? Wie ist es dann eigentlich so, glaubt ihr denn nicht, dass die Fans sich vielleicht mehr mit den gängigeren Alltagsthemen identifizieren können als mit solchen Sachen, die sind doch ein bisschen weit weg? Lass mich das gleich mal deutsch erklären, weil das ist immer der Punkt, wo die meisten Probleme auftauchen. Ja. Viele Leute halten uns für Religionsfanatiker oder Satanisten, was wir nicht sind. Wir versuchen, sozialkritische Texte einzupacken, und zwar interessant einzupacken. Wir versuchen also nicht zu sagen, dass Atomkraft schädlich ist oder was weiß ich was, sondern wir versuchen zu sagen, dass die Menschheit sich über die Jahrhunderte in ihrer eigenen Geschichte immer die gleichen Fehler wiederholt hat und immer ihre eigene kulturellen Aufbauten immer wieder wiederholt hat. Und darum packen wir das ein in historische Geschichten, also zum Beispiel letzter Untergang von Babylon. Ne? Mhm. Das heißt, Kulturen sind gekommen und gegangen, haben sich weiterentwickelt, und das wollen wir sagen, dass unser 20. Jahrhundert, unsere Beton-Glas-Kultur auch nicht für die nächsten paar tausend Jahre halten wird, sondern dass sich das auch weiterentwickeln wird. Ich finde es auch wichtig, wenn man sich mit euren Texten auch wirklich beschäftigen würde, nicht mal ihr doch da sehr großen Wert drauf legt. Ich bin dir übrigens sehr dankbar, dass du das jetzt in Deutsch gesagt hast, dass ich das nicht übersetzen musste. Ihr seid eigentlich bei den Speed- und Trash-Fans sehr beliebt. Freunde des gemäßigteren Hard Rocks können mit euch weniger anfangen. Habt ihr denn vor, ein größeres Publikum zu erobern, oder würdet ihr unter Umständen dafür auch einiges machen, sagen wir mal, von eurem Stil abweichen, um größere Massen anzusprechen? Ich würde sagen, was wir ja ausdrücken, ist ziemlich negativ, also Untergang von Kulturen, alles drum und dran, und das verlangt einen gewissen Extremitätsgrad, also wenn man das aussagen will, wenn man das rüberbringen will vom Gefühl. Aber wir versuchen jetzt, die Breite unseres Sounds, die Breite an Gefühlen, die wir rüberbringen in Musik, zu verstärken. Das heißt also, ich glaube, für den nächsten LP werden sich einiges mehr an Leuten angesprochen fühlen, zum Beispiel die klassischen Musiker, die wir schon auf Megatherion eingesetzt haben, werden diesmal noch viel stärker zu gelten kommen. Zum Beispiel Tom hat ein Requiem geschrieben, ja, und es wird ein Gedicht von Baudelaire drauf haben, um
geschrieben in klassische Musik und in Rockmusik. Und ich glaube, dass wir damit viele Leute erreichen können, obwohl es immer noch sehr, sehr extrem ist, also sehr auf gezielte Stimmungen hinzielt, wie zum Beispiel Destruktivität oder Melancholie. Ja, ich hoffe, wir kriegen auch mal bald wieder ein neues Video von euch. Will you make a video with for the new album? Yeah, within the next 2 months, hopefully. Also in den nächsten 2 Monaten, weil wir haben nämlich nur ein einziges und das können wir euch jetzt anbieten. Also das werden wir jetzt sehen, Circle of the Tyrants. Herzlichen Dank, ihr zwei, dass ihr gekommen seid und ich wünsche euch viel, viel Glück. Thank you, no problem.